Und es geht weiter, liebe Zuschauer, bei uns hier im Programm mit dem Gadget des Tages. Und das ist wirklich heute ein Highlight, das man gerade jetzt sehr dringend braucht, wie ich finde. Man weiß nicht so richtig, was soll man anziehen. Wird's warm, wird's kalt, fängt's an zu regnen. Und dann ist es natürlich super, wenn man alles auf einem Blatt ablesen kann. Ja. Und hier haben wir ein eine wunderschöne Wetterstation mit Farbdisplay. Ja, wunderschön ist schon mal der richtige Ausdruck. Sie sehen, wunderbar angezeigt, 25 Grad und hier eine leichte Differenz, 24,7, weil eins davon ist unsere Außentemperatur. Allerdings haben wir die Außentemperatur jetzt gerade hier gemessen. Das ist der Außensensor, der ist im Lieferumfang dabei. Und hier kannst du, den kannst du 60 Meter in Entfernung platzieren und er sendet die Daten. Wie jetzt Luftfeuchtigkeit, das sehen wir. Wir sehen selbstverständlich die Innen- und auch die Außentemperatur. Und was Sie jetzt ganz deutlich sehen, immer nach 5 Sekunden, nachdem ich alles gesehen habe, geht er auf den Standby-Modus, um Energie zu sparen. So, jetzt haben wir hier aber noch weitere Sachen. Da sehen wir unten zum Beispiel die Mondphase, den Luftdruck. Wir haben hier, und das finde ich richtig schön, so eine Vorhersage. Das zeigt mir, und da können wir jetzt wirklich hoffnungsfroh sein, weil wir hatten ja jetzt ein paar Tage hier unten im Südwesten das übelste Wetter. Ich habe mir sagen lassen, im Kölner Raum strahlender Sonnenschein. Ach, wirklich? Ja, bei uns nicht. Bei uns wird es ab morgen dann richtig sonnig mit noch ein paar einzelnen Wolken. Aber so kannst du zum Beispiel gleich nach dem Aufstehen, den könntest du nämlich ohne Probleme jetzt auch bei dir auf den Nachttisch stellen, gleich nach dem Aufstehen kannst du schon sehen, was sich wettermäßig erwartet. Das macht sogar Sinn auf dem Nachttisch, weil ich glaube, du hast mir erzählt, dass da ein Wecker mit drin ist. Richtig, und zwar einen ganz, ganz genauen. Und wenn wir oben gleich nochmal hinschauen, sehen wir dieses Symbol dieser Antenne, weil da sehen wir es. Guck mal, diese Funkantenne. Das hier ist das Symbol für eine Funkuhr. Das heißt, die ist ganz genau. Wir haben jetzt, da siehst du es, 17.27 Uhr, das Datum haben wir auch dabei. Und der Montag steht auch schon da, ein ewiger Kalender. Also du siehst, rundumfassend hier informiert. Wecker natürlich installiert, sodass wir ihre Weckzeit einfach einstellen und dann im richtigen Moment geweckt werden. Hier sehen wir mal noch eine Aufnahme aus dem Winter. Hier drin gut geheizt, 33,8, draußen 5 Grad. Da sehen wir. Und da ist eben, da siehst du jetzt auch mal deutlich den Unterschied zwischen Innensensor, also hier dem Gerät, und dem Außensensor. Und so sollte es ja auch sein. Sie müssen nur darauf achten, dass Sie den Außensensor irgendwo natürlich im Schattenbereich. Richtig. Weil sonst, wenn die Sonne scheint, hast du plötzlich 65 Grad und denkst, boah, nee, ich gehe nicht mehr aus dem Haus, da ist so heiß draußen. Nein, das dürfen Sie nicht machen. Schattigen, am besten wettergeschützten Winkel irgendwo suchen. Fensterbank ist da auch immer geeignet, wenn die so leicht im Schatten steht, da zum Beispiel platzieren. Und dann hast du immer perfekte Daten. Und vor allem, wenn du jetzt mal die Wettervorhersage anschaust, die gilt ja immer für eine Riesenregion. Stimmt. Jetzt, das zeigt dann hier Region Baden-Württemberg, Bayern wird es meist sonnig oder was weiß ich. Ja, aber wir sind hier ein Bruchteil von dieser Region. Richtig. Und dann mit dieser Wetterstation hast du eben die Wetterprognose für dein Zuhause. Und zwar haargenau. Das ist fantastisch, liebe Zuschauer. Hier haben Sie immer alles auf einen Blick. Das ist fantastisch. Die Außentemperatur, die Innentemperatur, die Wetterprognose, die Luftfeuchtigkeit, auch eine ganz wichtige Sache. Die Mondphase, da leben auch viele danach. Stimmt, Haare schneiden, Pflanzen schneiden. Gerade nach der Mondphase richten sich viele, viele Menschen. Ja, ja, natürlich auch ich glaube, Häuser werden gebaut oder das Holz für Häuser wird geschnitten nach Mondphasen. Siehste? Also das gibt's alles. Aber für manche ist es einfach auch nur, heute ist Vollmond, mein Mann wird morgen wieder spinnen oder ähnliches. Solche Aussagen gibt es ja genug. Das ist unser Gadget des Tages. Eine Wetterstation, wie so umfangreicher fast nicht sein kann. Das finde ich auch. Mit diesem wunderbaren Farbdisplay, das mir auch zeigt, wie wird das Wetter in den nächsten Stunden oder Tagen werden. Also ich finde, das ist alles, was ich brauche an Wetterstationen. Inklusive natürlich diesem Außensensor, der hier mit drin ist. Thermometer, Barometer, Hygrometer, Funkuhr, Wecker, alles in einem. Und das alles, liebe Zuschauer, für nur 37,91 €. Hört sich das gut an? Das ist auch ein tolles Mitbringsel übrigens. Eine Wetterstation verschenken, finde ich was ganz, ganz Tolles. Alles auf einen Blick, sogar mit der Weckerfunktion, mit der Snooze-Taste, meine Lieblingstaste, mit der PV8796 und der 569 zu bestellen. Und dann wissen Sie immer ganz genau, was muss ich anziehen? Drehe ich mich lieber noch mal um im Bett oder gehe ich heute raus? Fantastisch. Bestellen Sie, liebe Zuschauer.